willkommen. Wir machen noch mal eine Runde mit unserem Schamanendeck und schauen mal, was wir da heute reißen können. Wie ihr seht, ist jetzt an der linken Seite eine Beschreibung vom Deck. Allerdings ist im oberen Bereich hat er das irgendwie blöd kopiert. Das heißt, wir haben Staubteufel beispielsweise zweimal drin. Der Erdschock ist zweimal drin. Thrall gegen Jaina! Und ich hoffe, dass ihr das so gewonnen. Eure Zeit ist gekommen. Eine Magierin. Brauchen wir jetzt anfangen, die großen Karten noch nicht. Und wir bekommen auch trotzdem noch Schrott. Hier gleich am Anfang zum Coin. Ja. Müssen wir ihr leider gleich wieder wegnehmen. Elemente, zeigt mir den Weg. So. In der nächsten Runde werden wir dann wahrscheinlich unsere Ingenieurin spielen. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Bringt natürlich gegen eine Magierin recht wenig, weil die halt immer dieses komplett blöde, ja, den komplett blöden Feuerball hat. Und dadurch uns natürlich wegnimmt und wir nicht die 6 Schaden machen können. Ich denke, in der nächsten Runde werden wir, wenn wir nichts Besseres bekommen, werden wir wahrscheinlich den Senshin Meister spielen. Was gegen soll ich nur tun? Smenger. Ich kaufe ein I. Also, nur unsere Karte raus. Also, nächste Runde, wir spielen... Das Dingo! Ja. Bringt natürlich bei einer Magierin recht wenig. Außer gegen die feindlichen Minions. Aber halt eben der Feuerball, der kann halt überall drauf gehen. Dazu kann sie natürlich noch mal jederzeit eine Arcane-Explosion machen. Was soll ich nur tun? Jetzt schauen wir. Dann würde ich sagen, spielen wir in der nächsten Runde trotzdem mal unseren Staubteufel. Der sollte eigentlich... Ja, ausreichen. Wird sie uns, wie gesagt, wegnehmen, aber damit... Ich frage mich, ob... Scharf, aber bekommt sie nicht weg. Ein Totem... Staubteufel zum Beispiel mal einen Schaden rein. Drei. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Wir haben einen Dreierschaden. Nee, machen wir nicht. Lieber Totem oder lieber Axt. Und ich entscheide mich für die Axt. Elemente, zeigt mir den Weg. Haben wir natürlich recht viel Kontrolle auf dem Board. In der nächsten Runde 6, wenn sie jetzt was Großes spielt. Wir heben uns den noch ein bisschen Ich frage mich, ob... Wenn da irgendein Giant oder so kommt, kann ich das nicht rausnehmen. Lieber 2 Karten. Gut. Dann spielen wir
Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Noch eine Ingenieurswelle. Kann ich Bedarf würfeln? Ein Beutehamsterer. Der hat natürlich ein bisschen Prio. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, jetzt wäre es natürlich schön, jetzt einmal Daumen drücken und wir wollen bitte unser... Okay. Wäre schön gewesen. Das ist aber nicht geworden. Der hatte vorher 1, das heißt, wir bringen ihn vorbei und nehmen ihn raus. Schade. Dann entfernen, spielen wir unseren Ace. Und nehmen den Schaden weg. Elemente, zeigt mir den Weg. Und Spot ist wieder ein bisschen clearer. Schaden auf uns. Na, den hätte ich jetzt gerade gebraucht. Damit wir da was machen hätten können. Spiegelbild. Kann ich Bedarf würfeln? Haben wir ausgeschlossen. Sollen wir es riskieren? Dann warte ich lieber noch eine Runde und gehe dann mit ihm drauf. Mit einem schwachen... Ja, ich gehe lieber dann da drauf. Wir haben hier noch genügend drauf, aber ich kann jetzt ja noch... Ja, warten wir noch. Wir gehen es langsam an. Wir sind ja noch weit weg von der... Sie rumpft überall! Okay. Ein Libragnum. Okay, der erste ist weg. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr! Gut. Wir haben noch das Geheimnis. Deswegen gehe ich ganz vorsichtig drauf. Und es ist nur eine 8. Schön. Das heißt, wir verdoppeln Yeti. Wir spielen unseren... Kann ich Bedarf würfeln? Wir nehmen sie weg. Wir nehmen ihn weg. Ach, scheiße, da hätte ich mit ihm. Und wir schauen, was passiert. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Okay, langsam kommt sie in den Bereich, dass sie Angst bekommt wohl. Also, hier haben wir 2 Schaden. Das wird wahrscheinlich eine Yeti-Aufgabe. Wir nehmen als erstes mal direkt und lösen das Geheimnis aus. Nochmal 8 Rüstung. Soll mir recht sein. Dann spielen wir... Ach, wir haben sie eigentlich. Kann Elemente, zeigt mir den Weg.
ein Blatt drauf. Haben wir noch? Ja, wir haben noch einen Armteig-Golem. So. Und sie braucht jetzt natürlich Kartenglück und hat die Arkan-Geschosse. 2, 3. Bringt nichts. Obwohl, jetzt kommt natürlich der Feuerschlag. So. Unser schwarzer Ritter hat 4 Schaden. Aber das ist natürlich schöner, aber wir haben ja hier noch den, das heißt, wir können ihn mit einem rechten. Niemand kommt an mir vorbei. Ins Gesicht. So, die nächste Zufallskarte für Sie. Scheint ein Schieb zum sein oder irgendwas. Gut, meinetwegen. Na, nicht? Einmal Zwetsch gehen. Die beiden Totems bauen wir ein bisschen auf. Ich bin unbesiegbar. Noch irgendwas? Ist okay. 6, 8, 10, 11, 15 Schaden sind genau da. Plus da unten nochmal 3 sind 18. Ein Schieb kommt. Nee. Okay, mutig. Jetzt kommen wir wieder zum wenigen Kartenzählen. Wir haben 4 Schaden. Hier sind noch welche. Hier sind noch welche. Oh, das ist genau ein Schaden zu wenig, oder? Elemente, zeigt mir den Weg. Das ist kein günstiges Ziel. Gut gespielt. Ein Schaden zu wenig. Drei. Nur ein Feendrache. Und es lag nicht. Ja, schade. So, hier liegen schon 7. Das ich habe zu viele Diener. Dann sind wir jetzt noch ein bisschen gemein, oder? Der geht da drauf. Der geht da drauf. Und wer macht den Richtungsschlag? So. Also, danke an den schönen Minier für das interessante Spiel. War spannend. Die letzte 1 hat noch gefehlt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns bei unserem nächsten Deckcheck. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt noch ein Like unten und wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge für das Deck habt, schreibt diese bitte unten in die Kommentare. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.